Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Seid willkommen in einem neuen Video. Wir wollen heute mal wieder was Italienisches machen und machen heute eine Lasagne. Ich habe hier schon mal ein paar Karotten vorbereitet. Die muss ich gleich in Streifen schneiden und dann klein hacken. Eine Chili brauche ich, ein bisschen Knoblauch und eine rote Zwiebel. Ich schneide meine Karotte hier in kleine, nette Würfel, die wir dann gleich in der Bolognese mit anbraten werden. Wir haben jetzt vorbereitet Knoblauch, Karotte, Zwiebel und ein bisschen Chili, weil wir es halt gerne so ein bisschen herzhafter mögen. Die Chili kann man aber auch weglassen. Man kann das auch mit ein bisschen mehr Pfeffer oder so auch ausgleichen, wenn man es nicht ganz so stark gewürzt haben möchte. So, meine Lieblingspfanne ist auf dem Herd. Ich tue da jetzt so ein bisschen was an Reisöl rein. Viele Leute sagen ja, man macht das mit Olivenöl. Ich brate aber gar nicht so gerne mit Olivenöl. Das lassen wir jetzt mal richtig heiß werden. Das geht verhältnismäßig zügig. Dieses Reisöl wird auch ein bisschen heißer als normales Öl und als Olivenöl allemal. Kann man klasse benutzen, kann man auch klasse benutzen, um Fleisch da drin zu braten. Klasse Zeug. Und da tue ich jetzt, das ist schön heiß jetzt mittlerweile, da tue ich jetzt meine Zwiebeln alles hinein und dünste das kurzfristig mal an. Unsere Bolognese, die wir jetzt hier gerade herstellen, dafür braten jetzt gerade meine Ingredienzien an. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Hack liegen. Die sind aber zu viel, weil wir haben nur eine kleine Form, die wir heute benutzen wollen, weil wir sind ja nur zwei Leute. Deshalb nehme ich jetzt nur ungefähr 300 Gramm von dem Hack und tue die jetzt mit einfach dazu. Das muss jetzt auch mit schön angebraten werden. Mein Hack ist jetzt hier schön am Anbraten. Das sieht schon ganz gut aus. Das muss aber noch ein bisschen. Aber wir sind jetzt trotzdem schon mal dabei und gewürzen etwas. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Obwohl ich gerade dabei bin, unsere Gewürze kommen vom gewürzmaster.de. Die haben sehr gute Gewürze, da lohnt es sich immer mal vorbeizuschauen. Und wo wir hier gerade so ein bisschen warten müssen, wenn ihr noch nicht Abonnenten von unserem Channel seid, dann wäre das jetzt ein guter Moment, um uns zu abonnieren. Sollten euch unsere Videos gefallen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Sollten sie euch nicht gefallen, halt auch mal in die andere Richtung. Ist ja völlig okay. Ich muss an dieser Stelle sowieso mal ein Lob sagen und ein bisschen Demut zeigen allen Leuten da draußen, die Videos produzieren. Ihr seid alle wirklich echt klasse. Nicht allen Leuten geht es so gut wie uns jetzt hier gerade in Deutschland, aber trotzdem mit dem Equipment, was sie haben, produzieren sie trotzdem gute Videos. Das finde ich ist eine echt tolle Leistung. Und zum anderen muss ich ganz ehrlich einfach mal sagen, ich finde in letzter Zeit ist das Gemäkel an diesen Videos bei allen Leuten, die ich so auch gucke, nicht auszuhalten. Ich finde es einfach nicht fair von den Leuten, die zum größten Teil ja auch alle überhaupt keine Videos selber produzieren, dass da an allem rumgemäkelt wird. Ich finde, dass unser Hack ist eigentlich fertig. So ein bisschen Röstaromen hat es ja auch schon produziert. Sehr schön. Dann können wir da jetzt Tomate zu tun. Ich habe hier so Tomate aus der Dose. Das sind noch so ganze Früchte. Die finde ich immer sehr lecker. Die werden jetzt gleich so ein bisschen zerdrückt und gehen halt auch kaputt. Geben aber sehr viel guten Geschmack und eine etwas andere Konsistenz. Ich tue hier jetzt noch ein bisschen was an Flüssigkeit dazu, also ein bisschen Wasser. Und dann lasse ich das hier noch mal so 5 bis 10 Minuten vor sich hin köcheln. Ich gehe jetzt mal kurz mit der Wärme ein bisschen runter. Dann tun wir da gleich noch ein bisschen Oregano rein. So, dann tue ich da jetzt ein bisschen getrockneten Oregano dazu.
stehe da eigentlich ganz gut, ganz doll drauf. Deshalb tue ich da mal ein bisschen mehr rein. So. Und noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Außer Mühle, ne? Außer Mühle, genau. Damit ja auf ja nicht wieder irgendwelche Klagen kommen, dass ich das halt nicht frisch da rein tue. In Italien gibt es ja nur frischen Pfeffer, den man nur immer schön aus der Mühle hat, ne? Toll. So, unsere Bolognese hat jetzt so 10 Minuten, Viertelstunde vor sich hingeköchelt. Hier ist noch eine schöne Struktur zu sehen, auch von der Tomate. Ich finde das aber so ganz schön. Ich habe das jetzt einmal kurz probiert. Das hat einen super schönen Geschmack. Das tun wir jetzt zur Seite und dann machen wir unsere Bechamelsoße. Topf steht auf dem Herd, 50 Gramm Butter rein, Butter schnell mal eben auflösen, nicht zu heiß, wie ich das hier gerade mache, aber ich gehe mal eben mit der Hitze ein bisschen runter. Wir wollen ja auch nicht, dass es schwarz wird. Und dann kommt da gleich Mehl rein. Jetzt müssen da 40 Gramm Mehl rein. Die müssen wir hier schön drin auflösen und dann einen Hauch andünsten. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier keine Klöße bekommen. Klöße sind verboten. So, ich habe das jetzt hier ein bisschen vom Feuer genommen, damit da nicht ganz so viel Hitze drauf ist. Und dann tue ich da jetzt Milch rein. Nein, du musst mit Sahne. Ach so, und mit Sahne? Nein, ist doch ein italienisches Gericht. Das wird nicht mit Sahne gemacht. Da muss Milch rein. Nein, mit Milch. Immer vorsichtig angießen hier und dann gleichmäßig verrühren. So, ich bin jetzt mal eben schnell noch umgestiegen auf meinen Schneebesen. Damit kann ich das ein bisschen besser rühren. Ich will nämlich vermeiden, dass ich das durch ein Sieb drücken muss. Also, wer da den Klumpen hat, einfach einmal durch ein Sieb drücken, dann sind die Klumpen ja auch raus und alles ist gut. Aber ich glaube, bei mir sieht das ganz gut aus. So, dann müssen wir das mal eben abschmecken. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Die Soße sieht richtig gut aus, ne? Ja, finde ich auch. Ein bisschen Muskat reinreiben. Reicht schon, wir wollen ja auch nicht zu viel machen. Ich glaube, ich nehme mal hier hinten meinen Abfall aus meinem Brett raus. So, jetzt komme ich da auch anständig dran. Hier ist meine Form noch ein bisschen schmutzig, das muss ich mal eben sauber machen. So, jetzt tue ich unten in meine Form ein bisschen Olivenöl, oh, kann auch ein Schluss mehr sein, und werde meine Form damit schön benetzen, damit mir das Ganze hier nicht anbrennen kann. So, unten kommt jetzt was von meiner Bechamelsoße rein. Schöner Schuss, gleichmäßig verteilt hier rein. So. Unten habe ich jetzt eine Schicht Nudelblätter reingelegt für Lasagne. Und darauf kommt jetzt die erste Schicht von meiner Bolognese. Die Bolognese ist jetzt schön gleichmäßig verteilt. Jetzt kommt da wieder Bechamelsoße drauf. Mmh. Das sieht klasse aus. Ja, echt klasse. So, ich mache da jetzt eine Runde schon geriebenen Gouda drauf. Ist mit Sicherheit falsch. Normalerweise gehört da bestimmt ein anderer Käse drauf. Ich mache das mit Gouda, weil ich den halt sehr schön finde und sehr schmackhaft. So, nächste Runde. Jetzt kommt wieder schön Hackfleisch da oben drauf. Super. Das sieht ja geil aus, ne? Ja. So, gleichmäßig schön verteilen. Bechamelsoße haben wir jetzt schon wieder oben drauf getan. Jetzt kommt da nochmal richtig satt Käse obendrauf. Und dann sind wir eigentlich auch soweit durch. Mein Backofen ist noch nicht ganz heiß. Der ist noch dabei aufzuheizen. Der wird vorgeheizt, Umluft 200 Grad. Und
dann kommt er dafür 30 bis 40 Minuten rein. So, Backofen ist vorgeheizt, wir haben 200 Grad, mittlere Schiene und unsere Lasagne kommt da jetzt hinein. Und wir sehen uns in 30 bis 40 Minuten. Ich habe die Calzone, hätte ich beinahe gesagt. Nein, ich habe die Lasagne. Calzone könnten wir eigentlich auch mal machen. Das ist eine geile Idee. Demnächst machen wir eine schöne Calzone. Aber wir haben jetzt unsere Lasagne mal aus dem Backofen geholt. Und ich lasse sie jetzt einen Hauch abkühlen. Und dann werde ich sie gleich mal anschneiden und euch zeigen, wie sie von innen aussieht. So, ich schneide die jetzt einfach mal an. Oh, das fühlt sich schon richtig gut an. Klasse. Der Käse ist dann doch stabiler, als man glaubt. So, da kann man schön unsere Schichten sehen, wie wir da reingeschnitten haben. Ein bisschen zerlaufen ist sie eben beim Auffüllen, aber ich weiß ganz genau, dass die super schmeckt und mein Gott, wenn sie so ein bisschen zerlaufen ist, ist ja nicht ganz so schlimm. Ich finde, das sieht super lecker aus und es ist ein verhältnismäßig einfaches Rezept. Das Längste, was da dran ist, ist halt im Endeffekt, dass man 20 Minuten, eine halbe Stunde braucht, um sie zu backen. Wir haben jetzt 25 Minuten gebraucht. Also eigentlich ein schönes, schnelles Rezept. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen nach oben. Schreibt uns gerne Kommentare, aber bitte nur nette Kommentare. Und wer das scheiße findet, reicht ja aus, wenn ihr uns einen Daumen nach unten gebt. Aber es muss ja nicht wieder sein, dass wir beschimpft werden. Dann freuen wir uns das nächste Mal, euch wiederzusehen. Und ich sage tschüss. Ciao, ciao. Und Frank vom foodblog.hamburg.de. Ciao, ciao.